Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das der nächste Satz ist. Das ist doch Classbook Promo Moves. Digga, ich finde das auf so vielen Ebenen so respektlos. Die Little Tay-Situation wird immer schlimmer. Let's go. Jedes einzelne Mal, wenn ich sehe, dass Little Tay irgendwas postet, sehe ich schon das ganze Internet das Popcorn rausholen. Ha, die ganzen Sensationsgeilen-Affen. Ich bin einer dieser Affen. Denn ja, es ist wieder soweit. Little Tay, eine der Persönlichkeiten aller Zeiten, ist mal wieder... Little Tay, man sieht sie hier links. Ich verdecke sie natürlich ein bisschen. Little Tay ist eine Influencerin, die für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, als sie neu am Start war, weil sie Content gemacht hat, als kleines Kind eigentlich. Ne? Da war die, wie alt war die da? 10 oder so? 11, 12? Und sie hat so sehr einen arroganten Charakter gespielt. Also sie hat nicht gesagt, ich spiele hier einen arroganten Charakter, sondern sie hat einfach, sie war sehr arrogant und hat gesagt, ich bin so reich und ihr seid alle arm, ihr... Keine Ahnung, irgendwie sowas. Wieder am Start, aber ich weiß schon wieder, dass die Hälfte der Leute keine Ahnung hat, von wem ich rede. Pass auf, vor einem Jahr habe ich mal dazu ein Video gemacht, dass Lil Tay... Rätsel um den Tod von Influencerin Lil Tay? Vater schweigt? Was? Totgeglaubte 14-Jährige ist doch am Leben? Ey, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, wie sie so in die Kamera spricht und sagt so, ich habe so viel Geld. Damals 2017 viral gegangen ist als 9-Jährige, weil sie halt, weißt du, geflext hat und so getan hat, als wäre sie halt self-made. Welches Flavor? Cherry, Sour Cherry? Dieses Kirschding, ich weiß nicht. Ich glaube, Sour Cherry heißt das, der Flavor. Mit Millionär. Lil Tay, the youngest flex of the century. I'm only 9 years old, but I'm richer than all y'all broke-ass haters. Das meine ich, das kenne ich. Dass Lil Tay so sehr, sehr arrogant in die Kamera spittet. Und dir sagt, was für ein armer Typ du bist. Du Geringverdiener, wirklich. Multi be closing $1 million deal. Really? Why are you asking, bro? Well, I'm just behind on your rent? I am actually. Offen. Ey, aber dieses gegen das Auto treten. Wie heißt, hat die da jetzt wirklich was reingemacht oder ist das hier so schwarz? Hat die wirklich eine Delle reingemacht oder ist das einfach so? Wow. Wie heißt denn noch mal die eine, die immer ihre Autos kaputt macht? Cool, eine FDP-Influencerin. Ihr Geringverdiener, hättet ihr doch schaffen können. Wow. Wie heißt denn die eine, diese, die auch OnlyFans macht? Ich glaube, dass die OnlyFans macht, wie die so auf ihr Auto läuft. Jellybean Brains, das ist es. Ich gebe zu, hätte ich noch ein bisschen nachgedacht, wäre ich selber auf den Namen gekommen. Das gebe ich zu. Ich möchte nicht so tun, aber ich habe nichts auf OnlyFans dahingehend abonniert oder so. Das ist nicht der Fall. Warum weiß ich, dass das die OnlyFans macht? Leute, also als ob man sowas nicht mitkriegt, ey. Warte, YouTube, Jellybean Brains. Die macht doch ihre Autos kaputt, oder nicht? Ha, Leute. Dosto, kuch log social media pe views paane ke liye kya kya nahi karte. Warte. Wir müssen nochmal. Dosto, kuch log social media. Sie läuft über ein Lamborghini. Pe views paane. Und zerstört dieses Auto. Paane ke liye kya kya nahi karte. Und tanzt dann auf dem Dach. Ye ladki in dino supercars ko barbaad karke Instagram par dhoom macha rahi. Kenne die nicht? इसका मकसद है हर हाल में लोगों का ध्यान खींचना और ये तरीका सच में काम कर रहा है. Kennt ihr die nicht? Kann sich das leisten? Ich glaube auch, sie kann sich das leisten. Ich glaube nämlich, die hat, wenn du auf Social Media schon sehr viele Follower hast und dann OnlyFans machst, dann machst du, glaube ich, richtig, richtig viel Cash auf OnlyFans. Also du kannst ja so ein bisschen gucken, wie viel Follower jemand hat so und wie viel ich weiß nicht, wie das dann auch, wenn es heißt Subscriber oder so, du dann wahrscheinlich auch hast, aber sie wird sehr, sehr viel haben, weil ich glaube, sie hat schon über 1 Million Follower auf Insta oder so. क्योंकि इसे लाखों व्यूज मिल रहे हैं. इस लड़की का नाम है Jelly Beans Brains और शायद इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके पास दिमाग की जगह Jelly Beans. Was ist das für eine Sprache eigentlich gerade? Iska tarika bada ajeeb aur khatarnak hai. Mehengi sports car par nachna un. Auch mit den Heels, ne? Nuksan pahuncha. Also ich bin kein Autotyp und das tut mir in der Seele weh.
जाना और लोगों को और उसमें एक दिगाल गाड़ियों को बर्बाद करना। ये लड़की लैम्बोर्गिनी हुराकैन पर दौड़ते हुए उसकी विंडशील्ड तोड़ देती है जैसे करोड़ों की कार कोई खिलौना हो और हाई हील्स पहनकर किसी भी कार के हुड पर चढ़ जाती है। या ओके वी हैव ऑल वर्स्टैंडन व्हाट सी दा मैक्ट दैट इज हिंदी हैव इट मीर लॉयल गेस्क्रीबन डन शाइंट दिस या vielleicht zu stimmen. Okay, weiter geht's mit Little Tay. Es geht hier nicht um Jellybean Brains, sondern es geht um Little Tay. Aber das ist das Ding, du kriegst halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also die macht ja ihre Autos deswegen kaputt, also die von eben, weil sie mehr, das müsst ihr euch vor Augen halten, sie mehr Geld macht durch die Aufmerksamkeit, die sie dadurch bekommt, als es Kosten verursacht. Und es verursacht echt viele Kosten, ne? Da könnt ihr mal überlegen, wie viel wert diese Aufmerksamkeit ist. Really? Why are you asking, bro? You behind on your rent? I am actually. Offensichtlich war das einfach nur der Versuch, so ey. Auch sehr cool, dass Kaiser mal wieder Spark trägt. Ich muss aber Kaiser mal neuen Spark zuschicken. Das ist ja uralt, das Piece. Ich muss ihm mal mehr eindecken, glaube ich. Und so provokant wie möglich rüberzukommen, was eigentlich theoretisch schon ausgelutscht wäre. Aber wenn es ein Kind macht, dann ist es irgendwie lustig. So wie mit Lieutenant Corbis. Kennt ihr noch Lieutenant Corbis? Das war auch eine Biest. Nee, kenn ich nicht. Kennt ihr Lieutenant Corbis? Deppert, aber ja. 2016 war das. 2016 hat. 2016 habe ich noch gar nicht gelebt. Was ist denn da los? Die einen YouTube-Account gehabt mit 12 Jahren, okay? Und da hatte sie über 1 Million Abonnenten. Das heißt, junges Mädchen, viel Reichweite und weißt du, sie hat Commentary-Videos gemacht. 2 Jahre später hat sie sich dann für einen Sieht von allen Muslimen ausgesprochen. 12. Was? Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das der nächste Satz ist. Das kam so als was? Was? Über 1 Million Abonnenten. Das ist junges Mädchen, viel Reichweite und Junges Mädchen, viel Reichweite, sie hat Commentary-Videos gemacht. Wenn du dann rätst, was ist der nächste Satz? Ist es wahrscheinlich nicht, dann hat sie sich für den. Digga, ich will das gar nicht wiederholen. Videos gemacht. 2 Jahre später hat sie sich dann für einen Genozid von allen Muslimen ausgesprochen. 12. Was ist? Nee. Birge und Reichweite war nie eine gute Kombination. Aber. Das Ding ist, so ein Gedanke entspringt aber auch nicht einem 12-jährigen Gehirn von selbst, sondern das muss ja jemand in ihrem Umfeld in sie reingetrichtert haben. Wenn du mit 12 sowas von dir gibst, dann kommt das nicht, weil du darauf gekommen bist, sondern weil andere Leute in deinem Umfeld dir eintrichtern, dass das eine geile Idee ist oder so. Aber das hier ist anders, weil bei Lil Tay war es so, dass ihre Familie sie dazu, ich sag jetzt mal, schön ermutigt hat, dass sie diese Rolle einnimmt, damit sie halt Geld im Internet verdienen können. Wie in dem Clip ihr Bruder. Woher ist der violette Hoodie? Der ist von Girl Cave, von Mina. Awesome Sachen. Pull back and say like broke ass. You out here like with your irrelevant ass. You making a video on. Ah, genau. Dann sind diese Videos rausgekommen, wo die Stimme, die man gerade hört, es kommt irgendwie von ihrem Bruder oder so, glaube ich, von hinter der Kamera. Das heißt, das, was wir hören, ist jetzt gerade das. Dass sie Anweisungen bekommen hat in diesen Videos, wo sie so rumpöbelt und sagt, ey, du bist so arm, ich bin viel reicher als du, bla bla bla. Dass das alles halt nur gestellt war und sie das vorgesetzt bekommen hat als Skript. You out here like with your irrelevant ass. You making a video on me? Lil Tay be popping on YouTube right now. You need to be like more ignorant. You need to be like more ignorant. Ja. Digga, das ist aber auch so unverantwortlich, deiner 14-jährigen Schwester, glaube ich dann in dem Fall, ja. Also das, die dazu zu bringen, das zu machen, selbst wenn sie in dem Augenblick sagt, oh, das ist ja ganz funny, du kannst mit 14 ja noch gar nicht verstehen, was das macht, wenn du im Internet erstmal dich im Internet darstellst, eine große Reichweite im Internet hat, viele Leute dich sehen, das ist das eine. Und dann kommt erschwerend hinzu, wenn ganz viele Leute, Millionen Menschen auf der Welt glauben, dass du der größte Bastard bist, so. Weiß ich nicht. Das kann eine 14-Jährige noch nicht einschätzen. Und
Digga, das Alter ist sowieso hart. Ich glaube nicht, dass eine 14-Jährige on top zu allem, was sowieso 14-Jährige so durchmachen müssen, man on top noch braucht, dass Millionen Menschen auf der Welt dich hassen. Weiß ich nicht. This year cost me 2,000. This year cost me 10,000. I can't stop saying 10,000. 2,000, 3,000, 2,500. Das klang jetzt aber auch ein bisschen unfreundlich, ne? Okay. Ja. Digga, was ist denn das für ein Hintergrund? Lil Tay, tut mir einfach leid, Digga. Die ist einfach fucking 14 gewesen. Und der Bruder macht die da an, macht Content mit ihr und Leute hassen sie. Ja, das hat natürlich für viel Backlash gesorgt. Dann wurde ihre Mom auch noch gefeuert wegen diesen Videos. Und am Ende gab es da noch einen Clip, wo sie irgendwie Gras geraucht hat oder so. Ich glaube, es war Gras. Auf jeden Fall ist ihr Instagram-Account von einem auf den anderen Tag komplett leer gesaugt worden. Man wusste nicht genau, warum so. Einige haben sogar vermutet, dass Instagram selber dahinter gesteckt hat, wegen diesem Clip mit dem Grasrauchen und sowas. Vergesst nicht Drogen, lasst die Finger von Kindern. Wahrscheinlich war das aber eher wegen einem Gerichtsverfahren. Ja, wo eher ist, wegen einem. Wo ist er eigentlich gerade drauf? Ich weiß nicht, kennt sich irgendwer aus? Das sind sehr kleine Pupillen. Es gibt auch Sachen, wo man große Pupillen kriegt, oder nicht? Aber gibt es auch Sachen, wo man kleine Pupillen kriegt? Wenn ja, was? Parfüm. Er hat einfach so eine Flasche Parfüm gezogen. Opiate, sagen jetzt Leute. Vieles? Ja, ihr kennt euch ja aus. Okay. Wahrscheinlich war das aber eher wegen einem Gerichtsverfahren, das ihr Dad eingeleitet hat. Weil ihr Dad, der ist geschieden von der... Er hat den Fun-Mix genommen. er ist zu dem Dealer seines Vertrauens und hat gesagt, kann ich so eine gemischte Tüte kriegen? So einmal so, dann nochmal für 50 Euro die da. Und dann, wie viel habe ich noch? 15? Dann noch das da für 5 und den Rest dann Cola-Kracher. Der Mom und er lebt irgendwo in Kanada und sowas und der hat diese Videos gesehen und er war nicht gerade begeistert. Als die Social-Media-Aktivitäten meiner Tochter dieses Jahr viral gingen, war ich mit den meisten dieser Aktivitäten nicht einverstanden. Ich habe rechtliche Schritte unternommen, um Dinge zu stoppen, die ich für gefährlich für ihre körperliche und geistige Gesundheit sowie für ihre Zukunft hielt. Okay, das hat die Mutter gesagt. Es klingt auch erstmal sehr gut, ne? Aber Lil Tay hat immer davon gesprochen, dass sie ihren Vater gar nicht mag, dass er... Ach, das hat der Vater gesagt. Boah, Digga, ich muss wirklich mehr aufpassen, was gesagt wird. Nicht gut mit ihr umgegangen ist, ist er und auch seine Frau, ihre Stiefmama, irgendwie so. Ja, Stiefmama ist doch richtig. So. Schwiegermam? Hä? Ist die Schwiegermam nicht die die Schwiegermutter ist die Schwester von deinem Dad. Nein, die Schwiegermutter ist die Mutter von deinem Ehepartner. Nein. Die Schwester von deinem Dad ist die Tante. Jetzt habe ich es. Ich habe die Augen zu gehabt. Ich bin da alleine drauf gekommen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um diese Gedanken zu fassen. Aber ich habe es mit einer Kraft habe ich es geschafft. Ich finde, das muss anerkannt werden. Fucking keine Ahnung. Stiefmama. Ja. Geht auch beides. Geht es beides, dass die Schwester von meinem Vater ist auch die Mutter. Nein, also es geht theoretisch beides, das stimmt. Aber damit fangen wir hier gar nicht an. Wir fangen hier nicht mit Inzest an. Das ist direkt wieder nein. Ja. Nee, wieso Cousine? Warum schreiben jetzt Leute Cousine? Hast du da nicht mit deiner Schwester? Nee, du hast mit deiner Cousine. Ich brauche mal ein bisschen länger. Doch, du hast mit deiner Cousine dann, bist verheiratet mit deiner Cousine. Ja, verheiratet mit der Cousine. Wir haben's. Ja, jedenfalls ist es damit geendet, dass Lil Tay einfach fucking gestorben ist. Also nicht wirklich, ne? Also das hat man damals gedacht, da wurde ein fetter Post gemacht, dass Lil... Ey, wirklich, dieses Video hat so ein paar Twists und Turns. Wie heißt das nochmal? Ich habe die ganze Zeit so ein Wort, was ich sagen will. Curveball hat so Curveballs, die du nicht kommen siehst. Also sie ist nicht gestorben.
Lil Tay und ihr Bruder beide gestorben sind und dass die Familie da irgendwie zur Ruhe kommen kann und sowas. Das war wahrscheinlich mehr so ein Effort von ihrem Dad. Okay, also es gab diesen Post. It is with a heavy heart that we share the devastating news of our beloved Claire's sudden and tragic passing. We have no words to express them. Ja. Claire will forever remain in our hearts. Also es ist ein Post, den man so schreiben würde, der authentisch aussieht nach einem Post, den man macht, wenn jemand gestorben ist. Und nachher haben die dann gesagt, nein, Little Tay ist gar nicht gestorben. Das irgendwie zur Ruhe kommen kann und sowas. Das war wahrscheinlich mehr so ein Effort von ihrem Dad, zumindest behauptet sie das immer, um halt die Persona Lil Tay zu beenden. Damit das sind keine Curveballs, das sind Teleportationen in ein anderes Universum. Ja, aber wirklich, das sind krasse Steps hier gerade. Also, nochmal Recap. Lil Tay, das junge Mädchen, das wir da sehen, wurde von ihrem Bruder dahingehend, ich sag mal, motiviert, diesen Social-Media-Content zu machen, Ragebait zu machen. Und irgendwann wurde dann gepostet, dass sie gestorben ist. Aber dann wurde gesagt, nee, ist doch nicht gestorben. Damit sie halt ein normales Leben haben kann. Und nebenbei kannst du aber auch einen lustigen Krypto-Token verkaufen. Klar, natürlich kannst du von Lil Tay einen Krypto-Token kaufen. Wie soll es denn anders sein? Heute weiß man zum Glück, dass es ihr gut geht, okay? Und sie hat damals auch kurz nach meinem Video ein Musikvideo released, wo es darum geht, dass sie halt wieder, sie ist Millionärin und sie ist so reich und bla bla. Also krasse Message auf jeden Fall. Aber vor einem Monat hat sie dann all ihre Profilbilder wieder entfernt. Mega, mega krasse Message, ja. Ja, cool. Entfernt und auf Twitter oder auf... Was ist passiert? Aber vor einem Monat hat sie dann all ihre Profilbilder wieder entfernt und auf Twitter oder auf X einen Post gelassen. We have devastating news regarding Tay. Also wir haben, schreckliche Nachrichten, die Tay betreffen. Ich finde, das ist noch ein wichtiger Part, weil wir haben schreckliche Nachrichten, die Tay betreffen. Bedeutet ja, dass Tay das nicht selber geschrieben hat, sondern andere Leute das geschrieben haben, wahrscheinlich dann die Family oder so. Und es klingt so, als wäre sie jetzt wirklich gestorben. Oder als hätte sie einen Unfall gehabt oder irgendwas. Ich hab's auch nicht gepackt, okay? Schon wieder? Stress schon wieder? Kann ich das Video jetzt einmal im Jahr posten? Soll ich mal schon Erinnerung stellen? Eigentlich sollte ich mich gar nicht beschweren, okay? Weißt du, deutscher Content ist ja oftmals ein bisschen dünn. Das ist halt der Vorteil, dass ich so viel im Internet bin und auf internationale Themen zurückgreifen kann. Geil. Sind nämlich Mr. Worldwide, so wie Pitbull, und das nur, weil ich international unterwegs bin. Und das dank CyberGhost. Wenn ich nämlich Bock habe, meine IP-Adresse zu... Wirklich, das war noch der kleinste Curveball in diesem Video, war diese Werbeunterbrechung. CyberGhost wird empfohlen von Kaiser, aber man kriegt da, sehe ich's. Link in der Beschreibung. Ach so, es gibt gar keinen Code. Link in der Beschreibung ab für zusätzliche 83% Rabatt auf einen 2-Jahres-Plan. Das bedeutet 2,03 € im Monat mit 45 Tagen Geld. Geil. Also wenn ich CyberGhost kaufen würde, dann nur über den Link von Kaiser. Weil da kriegt man 83% Zurückgarantie. Den ersten Post, den ich von ihr gesehen habe, war der, wie gesagt, von vorhin. Und ich habe nicht genau gewusst, was soll denn das überhaupt heißen? Ist sie jetzt gestorben? Ist sie von Ascaron gestrikt worden? Was genau da vorgefallen ist, wurde erst einen Tag später gepostet. Was auffällig ist, weil warum machst du das nicht gleich? Rezo, eine Frage. Wäre es okay, wenn ich mir auch die Jacke hole? Was? Ob es okay wäre, wenn du dir diesen Zipper holst? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn ich eine andere Person, wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone gehen würde und ich würde irgendwo so aus der Ferne jemanden sehen, der irgendwas von Girl Cave trägt, ich würde, und ich bin Pazifist, so, ne? Aber da würde ich Messer ziehen. Einfach weil es ist mein Ding, so. Das ist doch mein Ding. Wieso macht man was mein Ding ist? Ich verstehe das jetzt einfach nicht, warum du so sein musst. Ich verstehe nicht, warum diese Line so oversteppt wird. Ich verstehe das einfach nicht. Deswegen, lass uns das mal bitte Piano halten. Gleich, wenn sich die Fans Sorgen machen, aber okay. Es wurde geschrieben, Tay geht es wirklich nicht gut. Letztes Mal war es ihr Vater, der ihre Accounts gehackt hat und ihren Tod vortäuschen wollte. Dieses Mal ist sie aber auf der Intensivstation. Bei ihr wurde ein Tumor am... Tay geht es wirklich nicht gut. Letztes Mal war ich voll... Okay, also angeblich war die erste Todes... Meldung
angeblich der Vater. Was aber auch natürlich von Aussage von Lil Tay oder dem Umfeld von Lil Tay kommt, die ja jetzt nicht dafür bekannt sind, ehrlich zu sein. Dieses Mal ist sie aber auf der Intensivstation. Okay, bei ihr wurde ein Tumor am Herzen diagnostiziert. Holy shit. Wenn das wahr ist, dann ist das natürlich total schrecklich und dann wünsche ich ihr natürlich gute Besserung, dass man es irgendwie noch behandeln kann. 17 Jahre, weißt du, sie ist mittlerweile 17 Jahre alt und das Problem ist... Wenn das nicht wahr ist... Nee, ich bin Pazifist. Ist halt die Hälfte der Leute glaubte das immer noch nicht, weil zum einen schon mal ihr Tod vorgetäuscht wurde und zum anderen in 3 Tagen einfach ein Musikvideo kommt. Das ist das beschissenste Timing, was du überhaupt an den Tag legen kannst und wenn... Ach, Leute haben gerade gefragt, warum Piano? Sagt man das nicht? Mach mal Piano? Weil Piano doch in Musiksprache heißt das doch so sanft, dass du was sanft spielen sollst, oder nicht? Ist das nicht der Hintergrund? Gut. Guck, wir kennen alle Musik. Wenn du mich fragst, ich glaube aber mittlerweile, dass es halt real ist. Am Anfang habe ich es nicht geglaubt. Aber ich glaube mittlerweile, dass es real ist. Denn nach und nach wurden immer mehr Videos von und Fotos von der Intensivstation gepostet. Und es sieht gar nicht gut aus. In that other view made it look like it's part of something that has a bubble moving around on it. The thing that worries us is that bubble moving. Ey, wäre das nicht ein Augenblick, zu sagen, ey, vielleicht posten wir das nicht, vielleicht wollen wir als Familie einfach bewusst miteinander unsere Lebenszeit, die ja begrenzt sein könnte, die ja teilweise sehr begrenzt sein könnte, weiß man ja vielleicht nicht, miteinander irgendwie haben? Geplant war es, dass Lil Tay eine Operation am offenen Herzen bekommt, was faktisch gesehen alles andere als leibend ist. Und ich wünschte, ich hätte alles gescreenshottet, was ich da gesehen habe, was in ihrer Instagram-Story gepostet wurde, was in ihren Tweets vorgekommen ist, dies, das, jenes. Es gab da nur ein Problem. Ich war viel zu faul dafür. Ich weiß euch, wer auch immer ihre Accounts gemeldet hat, der hat da beleidigt, der hat dort in All Caps geschrieben, der hat da riesige, weißt du, fuck you all, das ist alles real und bla bla. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Warum hast du keine Screenshots gemacht, Digga? Mach doch Screenshots! Kaiser, was ist denn los hier? Und teilweise ging das weit über die Grenze des Inordnunglichen. Und an dem Tag, wo sie ihre Operation hat... Wie also die Leute, die Social Media bei ihr dann gemacht haben, haben in Stories, so wie ich es verstehe, Kommentare gezeigt oder Nachrichten, wo Leute vielleicht geschrieben haben, ey, ihr denkt euch das doch aus. Und haben dazu geschrieben, halt so... Fick dich, wir denken uns das nicht aus, irgendwie so. Da hat sie einen einzigen Post auf Instagram und auf X verfasst. Ohne Kontext, ohne irgendwas. Einfach nur ein gebrochenes Herz. Ich dachte, sie wäre tot. Was sonst soll... Ey, aber das ist doch einfach scheiße, Alter. Ohne Witz, ohne Witz. Das eine ist, zu posten, dass es diese Krankheit gibt, dass es diesen gesundheitlichen Zustand gibt. Das zweite ist dann, solche Inhalte zu posten, wo man theoretisch noch das Argument führen könnte, ja, aber wenn sie als, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie jetzt ist oder so, wie alt ist sie, 16, 17, irgendwie so, als junge Erwachsene kann sie ja sowas dann mitentscheiden und wenn sie wieder sozusagen in dem Zustand ist, dass sie das selber sieht und sagen kann, okay, ich möchte gern, dass gepostet wird, 17, okay, dann könnte sie das, das ist ein Argument, das könnte man noch führen, auch wenn ich es nicht teile, aber bullshitte mich doch nicht, dass man das einleiten muss mit einem Tweet, wo man ankündigt, devastating news zu haben, also an einen Ankündigungspost für das zu machen, bullshit mich doch nicht, dass diese 88.000 Likes, die auch für Twitter super viel ist, das ist ein krass, also kriegst mal hin, auf Twitter 88.000 Likes zu bekommen, so, wer schafft das? Ich glaube, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben 88.000 Likes bekommen auf Twitter. Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr auf Twitter oder so, oder weiß nicht, seit 3 Jahren. Aber ich glaube, selbst, weiß nicht, ich war strong auf Twitter, als ich noch Twitter gemacht habe.
Aber ich weiß nicht, also so viel nicht einmal bekommen oder so. Aber genau, bullshit mich nicht, dass das nötig wäre oder irgendeinen Sinn hätte, außer halt aufmerksamkeitsökonomisch zu denken. Also famegeil zu sein. Oder dass so ein Tweet, ach, ihr seht das gar nicht, oh, das hier. Oder dass so ein Tweet hier, ein gebrochenes Herz einfach zu posten. Oder auch alle Profilbilder auszutauschen. Das ist doch einfach, das ist doch Classbook-Promo, wenn du eine fucking Single rausbringst. Oder ein Album. Das ist doch Classbook-Promo-Moves. Nee, f*** euch. Sorry. Das ist einfach ein ganz, ganz wacker Umgang mit so einem Thema. Das Herz. Ich dachte, sie wäre tot. Was sonst soll denn das heißen? Oder ein gebrochenes Herz? Es ging ja auch um eine Herzoperation und sowas. Nein, das war ja nur das Zeichen dafür, dass ich alle Sorgen mache und dass die Operation gut verlaufen ist. Oh. Und dann sowas Unklares zu posten, wo man natürlich eingeht, dass Leute spekulieren werden, dass sie gestorben ist. Stimmt. Was zu posten, das so missverständlich ist, dass Leute davon ausgehen werden, dass eine Person gestorben ist, die gar nicht gestorben ist, das gab es ja auch schon in Deutschland. Ja, das gab es ja auch schon in Deutschland. Oh mein Gott, du kannst sowas nicht posten, Alter. Aber ist okay, ich beruhige mich, okay. Ihr geht's gut, alles ist gut verlaufen und bla bla. So, zack, eine Woche später. Hä, ich dachte, jetzt schreiben alle, was ich meine. Wisst ihr nicht, was ich meine? Weil es hatte eben schon irgendwer geschrieben. Wisst ihr nicht, wen ich meine? Was? Hä, habe ich das nicht deutlich genug gemacht? Die Gewitter im Kopf-Sache. Okay, jeder wusste, was ich meine und es war so offensichtlich, dass es niemand geschrieben hat. Okay, Gette. Okay, doch, es wissen viele nicht, was ich meine. Es war Gewitter im Kopf. Bei denen war das doch so, dass der, das ist aber lange, lange her, ich will jetzt nicht alte Wunden aufreißen, aber der, ich glaube, der Opa von dem Tim ist gestorben und der Tim hat einen Song dazu rausgebracht und zur Ankündigung vom Song wurden alle Bilder runtergenommen. Also es wusste niemand, dass er einen Song rausbringt und es war dann irgendwie ein Post mit Du fehlst oder so. Und da sind alle natürlich davon ausgegangen, wenn vom Gewitter im Kopf-Channel irgendwie alles runtergenommen wird, außer irgendwie schwarzes Profilbild oder irgendwie sowas und nur ein Post, wo steht Du fehlst, dann sind Leute halt davon ausgegangen, dass Jan gestorben ist. Und das war, deswegen hatte ich gesagt, sowas hatten wir in Deutschland auch. Der Black Screen mit den Worten It's over. Nicht Tim, wie heißt der denn? Heißt du nicht Tim? Hä? Wer? Hab ich jetzt den Namen nicht mehr im Kopf? Jan und? Doch, Tim. Hä? Weil manche geschrieben hatten, nicht Tim. Wer ist Tim? Tim war der zweite bei Gewitter im Kopf. Bruder, geht's ein bisschen deutlicher. It's over. It's over. Was heißt denn das für dich? Das okay, es wird noch schlimmer. Sie schreiben, it's over auf Instagram, obwohl sie nicht gestorben ist, oder was? Und bla bla. So, zack. Eine Woche später, Black Screen mit den Worten, it's over. Bruder, geht's ein bisschen deutlicher. It's over. It's over. Was heißt. Das ist so respektlos, finde ich auch Menschen gegenüber, die in ähnlichen Zuständen sind in ihrem Leben, die auch vielleicht Krebs haben oder so. Also, Digga, ich finde das auf so vielen Ebenen, so respektlos. Was heißt denn das für dich? Na, sie ist gestorben. Aber nein, so, ja, weißt du, keine Sorge, meine Freunde, falscher Alarm. Es ging einfach nur darum, dass ich fucking, keine Ahnung, it's over, weiß ich nicht. Der, wahrscheinlich die Karriere von dem Social Media Manager ist over. Bist du deppert? Also wer auch immer das gepostet hat, der hat das mit Absicht gemacht. An dem Tag der Operation ein ja, sehr gebrochenes Herz. Also weißt du, eine Woche später einfach it's over und generell der erste Post. Was hat er gestanden? So, ja, wir haben schlechte Neuigkeiten über Lil Tay und dann erst am nächsten Tag informieren. Also das Schlimmste daran ist halt, dass sie wirklich anscheinend fast gestorben ist und diese Operation hatte und halt nichts davon mitbekommen hat. Und die Hälfte der Leute glaubt ihr sowieso nicht und die andere Hälfte der Leute glaubt, sie ist halt tot, während das halt überhaupt niemandem was bringt und zwischendurch hin und wieder mal Song Promotion. Der Song heißt übrigens Growing Up und warte, sie zu welchem Zeitpunkt hat sie diesen Song jetzt veröffentlicht? Kurz nachdem, oder was? Das ist wirklich Song-Promo gewesen, oder was?
geht es darum, dass sie, weißt du, in jungen Jahren sich sehr schwer getan hat mit der Welt und dass keiner so sie wirklich ernst genommen hat. Ey, sie wollte einfach ihre neue Era als Sängerin einleiten. Wow. Die ernstere Era. Vorher nur Musik gemacht in Richtung, ich hab viel Geld, ich bin geil und hab viel Geld und ihr seid arm. Und jetzt wollte sie diese, ich bin jetzt erwachsen, ich bin reif, weißt du? Das, was bei Miley Cyrus mit Wrecking Ball eingeleitet wurde, das, was bei Britney Spears mit I'm Not a Girl eingeleitet wurde, ihr checkt, was ich meine. So dieses, ich habe jetzt einen Song, der drückt irgendwie aus, das ist was Reiferes. So wie bei Jojo Siwa. Und hat, dass sie auch Angst hat, davor älter zu werden und bliblablub. Fuck their expectations, I'll make my own reputation. Wie gesagt, der Song ist auch gar nicht schlecht oder so, das ist halt mehr so, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht mein Genre und ich bin generell kein Fan von Lil Tay, der sexistischen Scheiße, die sie teilweise postet. If I become president, men will publicly get their things chopped off and lit on fire. Viele Leute, die des Englischen nicht mächtig sind. Sie sagt, dass wenn sie Präsidentin wird, was ich bezweifle, dass sie Präsidentin wird, sie wahrscheinlich auch, dann kriegen Männer ihr abgeschnitten und das wird angezündet. Klingt schmerzhaft. Obwohl, das Anzünden, das schmerzt ja dann nicht mehr, ne? Also schmerzt wahrscheinlich immer noch, während es angezündet wird, aber das Feuer selbst schmerzt ja dann nicht mehr. Aber sie hat zu dem Thema dann noch das Video hier als Statement gepostet. So Halsey can get cancer. Okay, Halsey kriegt Krebs, ja, das stimmt, das ist passiert, ja. And drop a single the exact same day she announces her cancer. And it's bold and empowering. Okay, sie beklagt sich jetzt darüber. Oh nee, ich kann das nicht. Das Halsey hat sozusagen hat angekündigt, hat gesagt, hat veröffentlicht, dass sie eine Krebsdiagnose bekommen hat und am selben Tag eine Single irgendwie rausgebracht oder angekündigt oder so. Und da haben es die Leute gefeiert. But I've been gone for a f***ing year, because I've been dealing with a lot of shit. One of them being my health. Aber bei ihr feiern es die Leute nicht. I have to get heart surgery and suddenly I'm pulling a PR stunt, even though I'm dropping my song weeks after. Oh nee, Alter. Ich will gar nicht auf Mutter gehen, so, ne? Weil das ist ein Kind, ne? Die tut mir einfach auch leid, so, ne? Ich will jetzt nicht sie von jeglicher Verantwortung freisprechen, aber die ist jetzt 17. Überlegt mal, wie ihr mit 17 wart. Stellt euch vor, wie ihr mit 17 sein werdet, vielleicht auch. Aber das ist halt, wenn du mit 14 schon anfängst und dein Bruder dich so reinredet, sowas zu machen, und du dann für 3 Jahre einfach viel auch Scheiße baust, so, nee, die tut mir auch leid. Doesn't make any f***ing sense. You haters are literally being insensitive and slow on purpose. And I don't give a f***. I'm promoting the fuck out of my song. I literally wrote growing up during a tough time in my life. It was born also out of my health struggles. And go listen to the f***ing song in the second verse when I say f*** their expectations. Es geht auch nicht um expectations, Bruder. Es geht auch darum, dass du gepostet hast, dass du tot bist. Digga. Ich meine jetzt nicht den ersten Post, wo dein Dad gepostet hat, dass du tot bist, klar. Dein Dad hat das mal eben gepostet, klar. Sondern danach, als die ganzen Promo-Aktionen gebracht wurden und Profilbild geswitcht wurde und angekündigt wurde, man hätte devastating news und dann zerbrochenes Herz am Tag der OP und dann it's over. Digga, verarsch mich doch nicht. Sag doch nicht, es geht um Expectations. I'm talking about you. Die einzige Expectation war, dass sie tot ist, weil sie geschrieben hat, dass sie tot ist oder ihre Family. Honestly, you bitches make growing up suck. Okay, ich verstehe den Punkt, den sie machen will, aber ich glaube, es geht. Irgendwer sagt, stimmt, es gibt es keine Narbe? Digga, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht,
ob man hier irgendwo eine Narbe sehen würde, wenn jemand Heart Surgery hat. Ich glaube aber nicht, dass, also ich würde nicht unterstellen, dass sie das gefaked hat, diese Fotos im Krankenhaus. Ich meine, so jemand, der so viel gelogen hat, die Karriere aufgebaut hat, auf etwas darstellen, was nicht stimmt, und das die ganze Zeit. Es ist halt schwer zu glauben, ne? Listen to the fucking song. In the second verse, when I say their expectations, I'm talking about you. And honestly, you bitches made growing up suck. Okay, ich verstehe. You bitches made growing up suck. Digga. Ich wünsche ihr einfach, dass sie es schafft, von Social Media loszukommen. Das tut ihr nicht gut, Digga. Ich verstehe den Punkt, den sie machen will, aber ich glaube, es geht weniger darum, dass halt die Leute pissed auf sie sind, dass sie einen Song halt zu dem Zeitpunkt released hat. Natürlich war es ein schlechter Zeitpunkt, aber ich glaube, es ging vielmehr darum, dass sie schon einmal ihren Tod vorgetäuscht bekommen haben, ne? Nicht von ihr, vielleicht von wem anderen, aber so ist es halt. Plus, wer auch immer die Accounts gemanagt hat, der wollte auf jeden Fall, dass es wieder so aussieht, als wäre sie gestorben. Du kannst mir nichts anderes erzählen. Am Ende ist sie aber immer noch am Leben und das ist das Einzige, was zählt, meine Freunde. Am Samstag eine Freundin durch Krebs verloren. Oh. Lotta, das tut mir leid. Aber genau sowas meine ich. Genau das meine ich. Für Leute, die sowas im aktiven oder im passiven Sinne sozusagen mitgemacht haben, mitmachen mussten, ist es so respektlos, dieser Umgang. Weil wow. Ich glaube, viele im Chat wissen das auch vielleicht aus eigener Erfahrung, so wie Lotta. Krebs ist ein Huhn. So, das ist einfach so. Kennt ihr die Line aus mein letzter Song? Wenn du denkst, dass es irgendwie immer weitergeht, holt dich Krebs straight zurück in die Realität, dieses Ding. Und es ist einfach so real. So, ich glaube, also jeder. Ja, ich glaube, das checkt jeder irgendwann, was das für ein Huhn ist. Und deswegen meinte ich, es ist so, so respektlos, Alter. Nichts anderes erzählen. Am Ende ist sie aber immer noch am Leben und das ist das Einzige, was zählt, meine Freunde. Ich bin's wieder. Danke nochmal an ServerGhostVPN für Sponsor. Mit dem Link in der Beschreibung, vergesst nicht, bekommt ihr 83% Rabatt auf einen 2-Jahres-Plan. Wenn ihr eure Daten noch mehr schützen und auf geblockte Inhalte zugreifen wollt, dann checkt es gerne ab. In den ersten 45 Tagen gibt's auch eine Geld-Zurück-Garantie und der Kundensupport ist auf Deutsch auch rund um die Uhr verfügbar. Danke fürs Zuschauen. Ey. Wieder ein Einstieg. Danke an Kaiser für das Video. Folgt Kaiser, abonniert Kaiser. Es lohnt sich sehr. Kaiser-Videos sind sehr, sehr gut. Es war wieder mal etwas zum Einstieg, was ein bisschen Aufregungspotenzial hatte.